Wenn ihr an ein Fitnessgerät geht, wie seht, da hat man immer einen Hinweis, wie die Übung geht. Zum Beispiel hier Startposition, die Endposition. Und nachher hier seht ihr schon, welchen Muskel man trainiert. Hier ist vor allem Brust, bzw. das ist Chest Press. Unten hast du einen Gewichtsblock. Und dort ist es einfach so, je weiter unten du einsteckst, umso schwerer wird es. Vorne haben wir Pfund, hinten haben wir Kilo. Ich stecke jetzt hier mal bei 34 Kilo. Wie ihr seht, das ist so ein gelber Stöpsel. Alles, was gelb ist, ist immer zum Einstellen. Hier kann man zum Beispiel den Sitz einstellen, in der Höhe. Aber ihr seht hier auch bei den anderen Geräten, da hat es zum Beispiel auch einen gelben Knopf. Hier hat es einen gelben Hebel. Einfach immer alles, was gelb ist, ist zum Einstellen. Wenn es serige Hebel hat, das sind einfach Einstiegshebel. Wenn man hier drauf drückt, dann kann man die führen und dann kann man die Hebel halt viel einfacher nehmen. Das brauchst du einfach, wenn du die Übung anfährst und am Schluss, wenn du das Gewicht wieder abstellst. Wenn du auf so ein Gerät gehst, schaue, dass du eine stabile Beinposition hast. Du das Becken etwas aufstellen, den Brustkorb etwas aufstellen, die Schultern drunter, den Kopf oben. Einfach die Knochen etwas tischeln. Die Grundregel beim Atmen ist, wenn du das Gewicht überwindest, ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Es gibt Übungen, bei denen bewegst du den Rumpf. Und das ist am besten, wenn du nach Körperform schnaufst, auch wenn das gegen die erste Regel schnaufen nach Belastung, auch wenn es dir widerspricht. Ich zeige es hier heute vor. Jetzt ist es eben gäbiger, wenn ich einschnaufe, ob schon ins Gewicht eigentlich lüpfe und du ausschnaufe, wenn ich wieder vorgehe. Vielleicht noch zum Anfügen, wenn ich bei diesem Gerät wirklich sehr, sehr viel Gewicht nehme, dann schnaufe ich nach Belastung. Aber bei so einem mittleren Gewicht ist es definitiv gäbiger nach Körperform, wenn ich einschnaufe, so viel leichter fällt, als nachher ausschnaufe und so wieder einschnaufe. Wenn eine Übung nicht so anstrengend ist, schnaufe einfach im Rhythmus. Fazit aus diesen drei Atmungsformen nach Belastung, nach Körperform oder nach Rhythmus, schnauf einfach so, wie es dir am gäbigsten geht. Die Tipps für die Atmung, das ist einer für die, die es eben nicht so gut läuft, die Probleme haben mit dem Schnauf. Bei den anderen, bei denen, was gut läuft, zerbrechen nicht den Kopf, schnauft einfach. Gut, dann haben wir Technik. Wir kommen ja aus dem Sport. Und im Sport ist es so, dass man immer probiert, möglichst mit Schwung und ohne Kraft. Wenn du das hier so machst, mit Schwung und ohne Kraft, dann sieht das so aus. Aber das ist ja Technik, um Kraft zu sparen. Und das ist im Kräftelegen das Letzte. Du musst ja deine Muskeln trainieren, belasten, dass sie dann stärker werden. Also sind eigentlich zwei Sachen wichtig. Das Erste ist, man macht es relativ langsam. Einfach damit du immer mit dem Muskel arbeiten musst. Und das Zweite ist, du nimmst das Gewicht nicht auf die Gelenke. Der Punkt ist einfach der, oder? Viel, wenn wir stehen, dann stehen wir ja auch mit gestreckten Beinen. Warum stehen wir mit gestreckten Beinen? Weil es weniger Kraft braucht, als wenn wir richtig hockey sind. Das heisst also, wir probieren in Rego beim Kräften das Gewicht nicht auf die Gelenke zu nehmen, sondern tut eben nicht ganz durchstrecken, dass die Spannung bleibt. Sieht dann so aus. Wenn ihr jetzt hier die Brust trainiert, schaut einfach, dass du im Bereich des Muskels bist. Ich würde sagen, so, die Höhe ist okay, die Höhe ist auch noch okay. Aber wenn du hier irgendwie bei den Augen oben bist oder hier beim Bauchnabel unten, dann ist es eben dort zu hoch oder zu tief. Also auch wieder so eine Grundregel. Schau, dass du im Bereich des Muskels bist. Wichtig ist auch die Breite des Heben. Ungefähr so breit wie die Ellbogen, wenn du die Arme auf die Seite raus hast. Also hier im rechten Winkel. So, das ist eine gute Breite. Weil, wenn ihr eng nehmt, geht es mehr auf die Arme. Das ist schon wieder eine Grundregel. Also für die Körpermuskeln zu trainieren, einen breiten Griff. Wenn jemand frisch anfängt, macht es immer Sinn,
dass er mit einem Kraftausdauertraining anfängt. Das heisst 20 bis 25 Wiederholungen, weil dann fährst du einfach nicht einen geilen Muskelkater ein. Und das Gewicht, das du bei 20 bis 25 Wiederholungen etwa wirst nehmen, ist bei den Männern so zwischen 20 und 40 Kilo. Also kleine Muskeln 20 Kilo, grosse 40 und bei den Frauen die Hälfte, also so zwischen 10 und 20 Kilo. Merci zum Zuschauen.